Es war das Ziel, die Routinearbeiten und vor allem auch die administrativen Arbeiten und die immer ständig wiederkehrenden Tätigkeiten, die der jüngeren Generation Zeit genommen hat, an der Ausbildung teilzuhaben, zu reduzieren und dafür die Fachausbildung, die notwendig ist für Turnusärzte, zu steigern. Und volkswirtschaftlich gerechnet bedeutet die Investition in eine gute Ausbildung immer auch einen Zugewinn und sie rechnet sich allemal dadurch, dass gut ausgebildete Ärztinnen und Ärzte rascher und sicherer die richtige Diagnose stellen können und auch die richtigen Therapien einleiten können. Und umso mehr müssen wir auch mit unseren Partnern von der Pflege kooperieren, um in einer gemeinsamen Arbeit diese Fähigkeiten gemeinsam zu können, zu erlernen, zu erhalten und letztendlich unterm Strich für den Patienten eine bestmögliche Versorgung garantieren zu können. Wir haben seit 1.4. ist es jetzt fix drinnen, ja, und es läuft sehr zufriedenstellend. Ja. Nachdem ja hier mehrere Berufsgruppen miteinander zahnradmäßig ineinander funktionieren müssen und sich natürlich auch in der Pflege hier manches umzustellen hat, haben wir gemeint, dass man eben diese Übergangsphase von diesen Monaten hier definiert. Wir sagen aber auch ganz klar, nach dem 31.12., das heißt also mit Beginn 1.1.2015, hat das in der gesamten Steiermark lückenlos umgesetzt zu sein. Es besteht diesbezüglich eine Dienstanweisung seitens des Vorstandes und wir werden sehr genau darauf achten, dass diese auch umgesetzt ist. Wir wollen als größter Arbeitgeber des Landes Steiermark und als das Gesundheitsunternehmen der Steiermark natürlich nicht nur heute, sondern auch in 10, 15 und 20 Jahren bestmöglichst ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, die mit entsprechendem Engagement auch ihre Tätigkeit verrichten, haben und ihnen attraktive Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen. Insgesamt glaube ich, dass das für jeden Betroffenen eine Win-Win-Situation ist. Die Pflege hat neue, durchaus positive Aufgaben übernommen. Die jungen Kolleginnen und Kollegen, wie erwähnt, haben mehr Zeit mit dem Patienten. Der Spitalsträger, unser Arbeitgeber, wird wieder attraktiver als Arbeitgeber. Es muss das Ziel sein, junge Kollegen hier im Land zu halten bzw. auch zurückzuholen aus den benachbarten Bundesländern oder aus dem Ausland. Und letzten Endes, und das ist doch das Allerwichtigste, ist der Patient der, der am meisten profitiert. Denn die jungen Turnusärztinnen und Turnusärzte heute sind diejenigen, die in einigen Jahren draußen die Versorgung unserer Bevölkerung sicherstellen müssen.